In den traditionellen Vorstellungen vom Tod schwingt häufig Angst mit. Am Ende meines Sterbens sind mir all diese Bilder wieder eingefallen. Und auch alles, was ich über den Tod gelesen und gehört hatte. Und ich musste lächeln, weil ich sah, dass es in Wirklichkeit ganz anders war. Es ist nichts, wovor man sich fürchten müsste. Es ist in Wirklichkeit ja ganz anders. Es hat nichts mit Angst zu tun. Also die sie der Kunst darstellen, haben es sicher nicht erlebt. Diejenigen, die den Tod in der Kunst darstellen, haben ihn mit Gewissheit nicht erlebt. Es handelt sich ja in der Mehrzahl um religiöse Bilder, konkret um katholische Bilder. Und in den meisten dieser Bilder wird der Tod als etwas Böses dargestellt. Man könnte in die Hölle kommen und benutzt den Tod als Erziehungsmittel für dieses Leben. Ganz gefährliche Angelegenheit. Es ist natürlich auch eine Möglichkeit, Menschen... Es bietet natürlich auch die Möglichkeit, die Menschen durch Angst im Zaum zu halten, um sie dorthin zu bringen, wo man sie haben möchte, indem man ihnen Angst vor dem Tod macht. Ich denke nicht, dass man bewusst manipulieren will, aber es gab Zeiten, in denen der Tod mit Gericht, Angst und Bestrafung oder Belohnung, mit Wertungen in Zusammenhang gebracht wurde. Diese Eigenschaft haben fast alle Religionen. Mit Wertungen in Zusammenhang gebracht hat. Das ist vielleicht die Eigenschaft von fast allen Religionen. Bin ich im Auto von meinem Vater. Ich wurde im Alter von 20 Jahren im Auto meines Vaters in einen schweren Unfall verwickelt. Ich war klinisch tot und hatte ein unbeschreibliches inneres Erlebnis, das in meinem Leben zu einem Schlüsselerlebnis werden sollte. Der Höhepunkt war, dass ich in ein herrliches, unvergessliches Licht eintauchte. Der Gipfel vom Ganzen war ein Eintauchen in ein herrliches Licht, in ein unvergessliches Licht. Als ich 9 war, hatte ich Hirnhautreizungen. Ich hatte mit 9 Jahren Hirnhautreizungen mit sehr hohem Fieber und bin in einen komaähnlichen Zustand gefallen. Ich habe meinen Körper verlassen und habe von der Decke im Treppenhaus aus gesehen, wie meine Eltern meinen leblosen Körper die Treppe hinauftrugen. Ich hatte eine sehr schwere, komplizierte Geburt. Ich hatte sehr viel Blutverlust und wurde in die Klinik eingeliefert. Und da ist es passiert, dass ich das Bewusstsein verloren habe. Ich hatte das Gefühl, eine Tür schlägt zu. Und da kam ein endlos langer Gang, dunkel. Und nur am Ende des Gangs sah ich den Licht. Und da bin ich darauf zugegangen und wollte unbedingt in dieses Licht. Mit 28 hatte ich mein erstes Nahtoderlebnis. Mein erstes Nahtoderlebnis hatte ich mit 28 durch eine Lungenembolie nach einer Geburt. Und das zweite hatte ich mit 38, als ich ein hypoglykämisches Koma erlitt. Und beide Male habe ich meinen Körper verlassen und gesehen, was mit mir gemacht wurde, was die Leute sagten und was sie dachten. Und konnte beobachten, was mit mir gemacht wird und was geredet und was die Leute da gedacht haben. Ich habe 2 Nahtodeserlebnisse gehabt, das erste Mal mit 6 Jahren, da bin ich erschlagen worden von 5 anderen, etwas größeren Jungs. Und das war schon unglaublich beeindruckend. Und das zweite Mal ist es dann passiert, als ich Wildwasser gefahren bin, bin Wettrennen gefahren. Und dort bin ich gekentert und habe das wiederum erlebt. Und das war so etwas Umwerfendes für mein gesamtes Leben, dass ich also heute sehr, sehr dankbar bin, dass ich es erlebt habe. Sterben, das tun ja immer nur die anderen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich selber... Sterben taten die anderen. Ich hatte mir nie überlegt, dass auch ich sterben könnte. Ich war ja noch so jung. Ich überlegte mir, weshalb ich denn am Sterben sei. Ich befand mich in einer eigenartig hohen Bewusstseinslage. Ich überlegte mir, dass es mit dem Auto zu tun haben musste, weil ich vorher im Auto gesessen hatte und ich also einen Autounfall gehabt haben musste. Ich weiß noch, dass ich mich in einem Gartenbeet liegen sah, in einem Erdbeerbeet. Es war Nacht und ich spürte eine hektische, angstvolle Atmosphäre rund um diesen Körper. Es war eine ungemütliche Situation.
gespürt. Ich wunderte mich kurz, weshalb ich ausgerechnet in einem Erdbeerbeet lag. Aber im Grunde genommen hat es mich eigentlich nicht mehr interessiert. Ich war froh, dass ich wegschweben konnte. Dass sie haben können wegschweben. Ich hatte plötzlich, es war schon am Sonntagmorgen, wahnsinnige Schmerzen gehabt. An einem Sonntagmorgen hatte ich auf einmal fürchterliche Schmerzen und konnte nicht mehr atmen. Dann habe ich mich an der Decke meines Zimmers im Krankenhaus gesehen. Mir war sofort klar, dass dies eine unmögliche Stellung war. Ich weiß noch, dass ich dachte, wenn du da runterfällst, brichst du dir das Bein. Ich sah mich etwas ratlos um, weil ich runter wollte, und da habe ich mich auf dem Bett liegen sehen und gedacht, du bist tot. Und habe gedacht, ah, du bist tot. Ich bin durch die Wand durch die Küchenwand, in Gang raus und dort im Stegenhaus. Ich ging durch die Küchenwand hindurch in den Flur und befand mich im Treppenhaus an der Decke. Ich fühlte, dass etwas Eigenartiges geschehen war, weil ich durch die Wand gegangen war. Kurze Zeit später sah ich dann, wie meine Eltern die Treppe herunterkamen und in die Küche gingen, zusammen mit meinem Bruder. Und dann trugen sie einen Körper aus der Küche hinaus. Ich war oben an der Decke im Treppenhaus und habe, als sie heraufkamen, meinen eigenen Körper erkannt. Aber eigenartigerweise war mir dieser Körper fremd. Vor allen Dingen kam er mir sehr klein vor. Ich selbst empfand mich als größer. Eigentlich war mir der Körper fremd. Das ist und klein vorkommen, unheimlich klein. Also irgendwo bin ich grösser. Ich kam von einem Film nach Hause, wo ich eigentlich nicht hätte hingehen sollen. Es war am frühen Abend, für mich war es schon dunkel und mir begegneten 5 Jungs, die für mich damals viel größer waren körperlich. Und dann hat mich der erste angerempelt und dann haben sie schon auf mich einen geprügelt. Dann habe ich einen sehr starken Schlag im Bauch gespürt, das war eigentlich das Letzte, was ich spürte. Und dann habe ich gedacht, oh Gott. Und dann war ich schon, die nächste Erinnerung, die ich habe, war ich schon außerhalb des Körpers. Ich habe mich schon über dem Körper schweben sehen, es waren vielleicht 3-4 Meter. Und habe dann gesehen, dass die Jungs furchtbar erschrocken waren und weggerannt sind. Ich selber hatte einen ganz kleinen Moment Angst, aber danach kam eigentlich schon wieder ein sehr positives Gefühl. Ja, es ist mir bewusst geworden, dass es eigentlich nicht zum normalen Leben gehört. Aber für mich war im selben Moment, wo ich mich selbst habe liegen sehen, war das eigentlich nicht außergewöhnlich. Das war so, wie als wenn ich eine Erinnerung hätte, Mensch, das kennst du, das ist eine ganz alte Sache. Darum war ich auch überhaupt nicht ängstlich. Ich war richtig fast wieder froh, zu Hause zu sein. So ein Gefühl war das. Ich war bewusstlos. Ich habe aber dabei bemerkt, dass mittlerweile ein Ärzteteam kam, die versucht haben, mich wieder zurückzuholen, die mit einer Spritze direkt ins Herz injiziert haben. Aber ich war schon so weit, dass ich in die Höhe schwebte, also über dem Körper, mich praktisch befand. Und ich hatte das Gefühl, dass ich sehr leicht werde, dass alles problemlos und leicht und harmonisch ist. Ich fühlte mich unwahrscheinlich gut und zufrieden und dachte, da bleibst du jetzt. Also das dürfte eigentlich jetzt die Stätte sein, an der du daheim bist. Und du möchtest eigentlich nie mehr zurück. Ich habe dann in einem blitzschnellen, farbigen Panorama im Rückblick nochmal mein ganzes Leben. Ich sah mein Leben in einem blitzschnellen, farbigen Panorama in einem Rückblick wie in einem Film an mir vorbeiziehen. Mit allen Hochs und Tiefs, vor allem jedoch mit den glücklichen Momenten. Mit allen Empfindungen, Düften und Klängen. Wobei das Schwergewicht auf den glücklichen Momenten lag. Und ich konnte alles bewerten und hatte einen vollkommen klaren Verstand. Ich hatte in dem Moment einen sehr klaren Geist. Da sind so Schnappschüsse aus meinem Leben. Und zwar solche, wo ich mich geschämt habe dafür. Ich sah Schnappschüsse aus meinem Leben. Und zwar von Erlebnissen, für die ich mich schämte. Davon gab es einige. Aber auch von schönen Erlebnissen.
Und das Licht und der Raum um mich herum haben zu beidem stets gelächelt. Das Licht oder der Raum um mich, der hat wie zu beidem immer gelächelt. Ich habe kurz nur meine leibliche Mutter gesehen und danach auch mal ganz kurz meine Stiefmutter, bei der ich groß geworden bin. Aber keine bestimmten Situationen. Es war nur ein kurzer Blick sozusagen zu den beiden. Mein Vater nur in einer etwas entfernteren Situation, also den habe ich nicht so nah gesehen. Und dann war ich aber auch schon im Jenseits. Es war mir, wie wenn meine ganze Umwelt in einem chaotischen... Mir war, als falle meine ganze Umwelt in einem chaotischen, funkensprühenden Wirbel in sich zusammen. Ich bin wie von einem Sog in diesen Wirbel hinein und dann wie durch einen Tunnel gezogen worden. Durch einen dunklen, engen Tunnel. Also ich weiß nicht, wo der Tunnel bei denen herkommt. Das mag damit zusammenhängen, dass ich noch ein Kind war. Es ging unglaublich schnell und ich habe überhaupt keinen Tunnel erlebt. Es hat eine Weile gedauert, bis ich an das Ende dieses Tunnels kam. Und dann wurde mir geholfen. Ich wurde hochgenommen. In dieses Licht gebracht. Das weiße Licht ist schwer zu beschreiben. Das weiße Licht ist schwer zu beschreiben. Es ist sehr hell, aber nicht blendend. Ich würde sagen, es ist ein Email oder Silberweiß. Oder Silberweiß, so. Farbig würde ich dem gar nicht sagen. Ich würde es, also als farbig würde ich es nicht bezeichnen. Es ist weiß und enthält zugleich alle Farben, aber nicht als Regenbogen, nicht gestaffelt. Es ist weiß und wirft keinen Schatten. Man kann es überhaupt nicht mit dem Sonnenlicht oder dem Licht einer Lampe vergleichen. Es ist überhaupt nicht zu vergleichen mit Sonnenlicht oder mit einem Lampenlicht. Es war eine direkte Licht oder Energie, für mich war es wie eine schöne Energie, weil es war nicht nur Licht, es war nicht nur hell, sondern es war ein sehr schnelles, geborgenes Gefühl, daher auch dieses Heimatgefühl, ich bin wieder zu Hause. Und es ist nicht nur Helligkeit von dem Licht, sondern auch von diesem Licht kam nicht nur Helligkeit, es kamen auch Wärme und das Gefühl von Liebe, Geborgenheit, Fürsorge und Güte. Alle wunderbaren Gefühle, die einen glücklich machen, entströmten diesem Licht. Ganz reich von dem Licht ausgeflossen. Und es ist mehr als Licht. Es ist mehr als nur Licht. Es hat auch Klang und Schwingung. Es hat Schwingung. Und ich habe dabei Geräusche gehört. Ich habe auch Geräusche gehört. Eigenartige metallische Geräusche, wie von Glocken, aber disharmonisch. Ja, es war Licht im Sinne von einer... Ja, es war keine Musik da, also ich habe keine echte Musik gehört, aber es war wie, als wenn wirklich sozusagen der Himmel, wie man so schön sagt, der Himmel voller Geigen hing. Es war ein unglaublich schöner energetischer Zustand, als ob ich total beschützt wäre und um mich herum alles nur ein Meer von Energie war. Es ist ein pulsierendes Licht gewesen. Pulsierend es war ein pulsierendes Licht. Es pulsierte vor Leben, vor Energie und Kreativität. Und es ist unbeschreiblich, wie glücklich ich in diesem Augenblick war. Glücklich, dass ich in dem Moment bin. Ein unbeschreibliches Gefühl von Freude. Es war ein unbeschreibliches Gefühl der Freude, dass es mir gut ging. Von Licht, von Liebe würde ich sagen. Man fühlt es vor allem. Möglicherweise umschreibe ich mit Licht ein Gefühl. Das ist etwas, wo einem irgendes Wir festhaltet. Es hält einen fest und es übertrifft alles, was man sonst erleben könnte. Könnte erleben. Es war sicher diese vollkommene Harmonie. Dieses Licht, diese Musik auch, die man gehört hat, die mit integriert war in dieses Licht. Es war eine Vollkommenheit, wie man sie hier nicht kennt. Als ich so durch das Universum geschwebt bin, als ich durch das Universum schwebte, kamen mir auf einmal vertraute Gestalten entgegen. Man erkannte zwar die menschlichen Wesen, also diese Umrisse, aber es war nicht vergleichbar mit wirklichen Menschen. Sie sind alle weiß
gekleidet. Sie waren alle weiß gekleidet und unterhielten sich miteinander. Manchmal verließ einer seinen Platz und setzte sich auf der anderen Seite hin. Sie waren ganz normal am Warten. Ganz normal gewartet. Das war für mich wie ein riesiger Empfang. Also schöner als alles, was ich in meinem auch späteren Leben bis heute erlebt habe. Und immer wieder kam diese Geschichte, ich bin wieder zu Hause, ich gehöre dazu. Und ich dachte auch fast alle, ich kenne die alle, die da um mich herum standen. Das waren so wie Brüder. Sie sind dann näher gekommen und zuvorderst... Als sie näher kamen, entdeckte ich zu meiner Freude meine Großmutter. Sie war ein halbes Jahr zuvor gestorben. Ich bin ein halbes Jahr vorher gestorben. Was ich wahrgenommen habe, Gestalten sind die Lebenden. Ich habe einzig lebende Gestalten wahrgenommen, meine Eltern und meinen Bruder. Und das Licht hat eine Stimme gehabt. Das Licht hatte eine Stimme. Ich habe mich immer wieder umgesehen, um herauszufinden, woher sie kam. Aber es war eine völlig andere Dimension, die schwierig zu beschreiben ist. Schwierig. Ich kann nicht definieren, waren es Bekannte, waren es Verwandte oder... Ich weiß nur, es waren Lichtwesen, die mir geholfen haben und sich sehr gefreut haben, mich zu sehen, mich eben in dieser Welt zu sehen. Sie haben... Ein Gespräch mit mir gehabt, vor allem meine Großmutter, aber ohne Worte. Sie sprachen zu mir, besonders meine Großmutter, aber ohne Worte. Es war eine nonverbale Kommunikation, ein Austausch. Aber ich sah, dass sie glücklich war und mich in dieser jenseitigen Welt willkommen hieß. Diese haben zu mir gesprochen, im Grunde wie von der Symbol oder vom Erleben her wie ein Vater, wie ein alter, netter, weiser Mann. Aber auch zum Teil waren es sehr junge Stimmen, es waren nicht also nur alte Stimmen. Jung, so wie man uns Kindern früher damals erzählt hatte, wie Engel sind. Also einfach schön und hell und froh. Ich hatte viele Fragen. Ich hatte sehr viele Fragen. Über den Mikrokosmos, den Makrokosmos, über die Vergangenheit, über alles, was es auf der Welt gibt und was ich noch nicht gesehen hatte. Australien oder Andromeda-Nebel. Ich wollte wissen, wie ein Atom aussieht oder ein Neutron. Ich wollte alles erfahren. Alles hat mich neugierig gemacht. Und zu allem fiel mir blitzschnell die Antwort zu. Und alles ist mir blitzschnell die Antwort zugefallen. Und ich habe mir gedacht, wenn du in deinem Leben so... Ich dachte, wie fantastisch es gewesen wäre, wenn ich in meinem Leben so intelligent gewesen wäre und auf diese Weise hätte wahrnehmen können. Aber soviel ich weiß, ist dies nur möglich, wenn man bereits nicht mehr ganz im Leben steht. Nur dann hat man diese Wahrnehmung, von der die Buddhisten sagen, sie sei siebenmal stärker als im normalen Leben. Siebenmal mehr wie im normalen Leben. Und Spannende ist, dass ich wie ich ganz Spannend war, dass ich in verschiedenen Gedankengängen zugleich denken konnte. Und jeder Gedankengang war gestochen scharf und hat den anderen nicht gestört. Das Ganze war ein dynamischer Prozess. Es wurde immer noch stärker und ich konnte immer noch mehr aufnehmen. Alles, die ganzen Rätsel des Universums, erschienen mir klar und durchschaubar. Die ganzen Rätsel vom Universum. Als ich bereits ganz nah bei diesem Licht war. Als ich ganz nahe bei diesem Licht war, drang auf einmal ein störendes Geräusch zu mir. Ich hörte, wie ein Name gerufen wurde, den ich bereits vergessen hatte. Aber ich war ein Leben lang darauf dressiert worden, auf diesen Namen zu reagieren, also habe ich darauf reagiert. Es war mein Name. Ich hörte, wie mein Vater immer wieder mit angsterfüllter Stimme, voller Verzweiflung, meinen Namen rief. Und da wurde mir auf einmal bewusst, dass ich die letzten Augenblicke meines Lebens erlebte, dass ich gleich fort sein würde. Mir wurde klar, dass dies für meine Angehörigen Schmerz und Trauer bedeutete. Und das wollte ich ihnen ersparen. Dass ich jetzt dann gerade weg bin, vollends. Und ich han, es ist mir bewusst worden, dass das für meine Angehörigen wahrscheinlich ein Schmerz wäre, eine Trauer. Und ich wollte ihnen das eigentlich ersparen. Es wurde mir bewusst gemacht, telepathisch möchte ich sagen, bewusst gemacht, dass ich wieder zurück muss. Dass meine Aufgabe praktisch noch nicht erledigt ist. Ich hätte noch vieles zu tun. Ich konnte nicht da bleiben, durfte nicht da bleiben. Ich wollte nicht wieder zurück in den Körper. Ich habe wahrgenommen, wie klein das da ist, dass ich... Ich wollte nicht zurück in diesen Körper. Ich nahm wahr, wie klein dieser Körper war und dass ich nicht zurück wollte. Aber da hörte ich, dass ich zurück musste. Dass ich zurück muss.
Man hat mich dreimal gefragt. Und man hat mich dreimal gefragt. Und beim zweiten Mal habe ich gedacht, dass ich doch klar und deutlich gesagt habe, dass ich nicht mehr wolle, dass ich da bleiben möchte. Und dann hat die Stimme gesagt, überleg es dir noch einmal. Du hast den freien Willen. Worauf ich fragte, weshalb? Das war ein sehr interessantes Gefühl, nämlich eine Mischung zwischen du musst und aber auch auf der anderen Seite wieder wirklich auch wieder Neugierde. Das heißt, ich möchte eigentlich doch noch weitermachen. Ich möchte sehen, wie es hier auf der Erde weitergeht. Weil es war mir fast irgendwie so ein bisschen langweilig. Ich wollte noch irgendwas tun und selber noch erleben auf der Erde. Und dann bin ich wohl irgendwie in meinen Körper innen. Und dann kehrte ich in meinen Körper zurück. Wie habe ich nicht gespürt? Ich erwachte plötzlich und spürte in einem Fuß wieder Gefühl. Dann schlief ich wieder ein. Und dann ist das Gefühl, körperlich zu leben, von den Füßen aufwärts langsam wieder zurückgekehrt. Die körperliche Möglichkeit, sich bewegen oder so, ist dann einfach langsam wieder hoch und ist von den Füßen einfach wie aufgegangen. Und die vielen luzide, klaren Gedanken. Die vielen klaren Gedankengänge, die ich zuvor gehabt hatte, begannen sich zu verwirren. Am Schluss hatte ich nur noch einen Gedankengang auf einmal. Und auch der war nur noch matt und dumpf. Und dann spürte ich einen Ruck und war wieder in meinem Körper. Ich empfand meinen Körper als schwer, als Gewicht. In diesem Augenblick hatte ich auch die Schmerzen gespürt. Vor allem aber erschrak ich, wie beschränkt unsere Kapazitäten im Körper sind. Nicht nur in geistiger Hinsicht, im Sinne der Erkenntnis, sondern auch in gefühlsmäßiger Hinsicht. Auf einmal war alles platt und dumpf. Das ist unsere Existenz. Darüber bin ich im ersten Augenblick sehr erschrocken. Es war platt und dumpf und das ist so unsere Existenz. Und im ersten Moment bin ich sehr erschrocken darüber. Als ich wieder zurückkam, es war mitten in der Nacht und es war dunkel und an meinem Bett saß eine Ärztin. Und ich habe im Moment nicht gewusst, wo ich bin. Aber als ich erkannt habe, dass ich wieder da bin, war ich sehr unglücklich. Das ist sehr, sehr unangenehm gsi. Es war sehr unangenehm. Mir war kalt und eng, einfach scheußlich. Es war eines der schlimmsten Erlebnisse, die ich je hatte. Im selben Augenblick spürte ich auch die Atemnot und auch meine Schmerzen wieder. Das körperliche Bewusstsein der Situation war auf einmal wieder hundertprozentig da. Das körperliche Bewusstsein von der Situation ist hundertprozentig da gsi. Aber irgendwie wollte ich einfach doch wieder zurück. Insofern war es einerseits Erleichterung und andererseits genau wie beim ersten Mal, als ob man wieder in einen Käfig muss fast. Also es war schon eine Beengung. Ja, ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht, wieder zurückzukommen, obwohl ich glücklich verheiratet war und mein Kind mit Freude erwartet habe. Aber es war nicht vergleichbar mit dieser Harmonie und diesem Geborgensein in diesem Jenseits. Was ich mich wieder erinnern kann, dass ich in einem Ich erinnere mich, dass ich in einem schaukelnden kleinen Raum wieder zu mir kam, in der Ambulanz. Und dass da ein weißgekleideter Mann seine freundliche Pflicht tat und mich, als er sah, dass ich langsam wieder zu mir kam, fragte, wie heißen Sie? Bei welcher Kasse sind Sie versichert? Und da war ich wieder zurück in der Schweiz. Und dann bin ich wieder zurück in der Schweiz. Ich hatte das Gefühl von einer ganz intensiven Realität. Ich hatte das Gefühl einer absolut intensiven Realität, wie ich sie in Träumen nie erlebt habe. Es war eine überaus intensive Realität. Ich konnte in diesem Augenblick enorm klar denken und auch sehr intensiv fühlen. Alles wurde immer intensiver, hatte aber auch eine logische Abfolge. Eines hat auf dem anderen aufgebaut und ging am Ende in dieses Licht über. In einem Traum habe ich noch nie, auch nur annähernd, etwas Ähnliches erlebt. Es war eine völlig andere Bewusstseinsebene, die sich mit nichts vergleichen lässt. Eine andere Bewusstseinsebene, völlig anders, nicht vergleichbar. Die Gewissheit, die ist, wissen Sie, die genauso stark oder stärker, als wenn ich in einen Apfel gebissen habe. Wenn ich reingebissen habe, dann weiß ich einfach, ich habe es geschmeckt, ich fühle es, ich spüre es. Und diese Wahrnehmung war für mich, ich würde wirklich von Empfinden her, kann man nur sagen, realer, als wenn ich heute ein Stück Holz anfasse. Es ist einfach eine absolute Sicherheit. In mir ist das Bewusstsein, dass das wirklich
Ich hatte das Bewusstsein in mir, dass ich es wirklich erlebte. Ich habe zu keinem Zeitpunkt gedacht, es könnten Halluzinationen sein. Es war ein völlig normaler Ablauf und ich habe mich überhaupt nicht gefürchtet. Ich kam mir ebenso normal und lebendig vor wie eh und je. Wenn ich etwas träume und verwache, weiß ich, das ist ein Traum. Wenn ich nach einem Traum aufwache, weiß ich, es war ein Traum. Das andere aber war eine Realität. Genauso wie ich jetzt hier sitze. Eine Realität? Also es ist genauso Realität, wie ich jetzt da sitze. Ich glaube, das kann jeder Mensch unterscheiden, Traum und Wirklichkeit. Für mich war das Wirklichkeit, erlebte Wirklichkeit. Und ein Traum ist etwas Vages, etwas, das man sieht und vergisst. Aber dieses Erleben vergisst man nie, solange man lebt, nicht. Und erwartet es auch wieder, wenn man stirbt, dass man es wieder erlebt. Im Laufe jetzt von den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren, ist die Sicherheit so stark, da könnte also die ganze Welt, alle Psychiater zusammen, die könnten 5 Titel haben, da würde ich nur sagen, ist schon okay, das ist eure Meinung, ich habe es erlebt und was sollen wir zwei uns streiten? Bewusster als in jenen Momenten, als ich aus menschlicher Sicht kein Bewusstsein mehr besaß, war ich in meinem ganzen Leben nie. Bin ich nie gewesen. Was mir eigentlich unerklärlich mir ist aus biochemischer Sicht gesehen absolut unerklärlich, weshalb man erst am Ende, wenn die Lebensfunktionen immer mehr absterben, auch das Hirn allmählich abzusterben beginnt, warum man ausgerechnet in diesem Augenblick, wenn alles am Auslöschen ist, ein derart intensives und strahlendes Licht erlebt. Ein völliger Gegensatz zum körperlichen Geschehen. Das steht im Gegensatz zu allem, zu allen körperlichen Geschehen in dem Moment. Im Spital bin ich noch lange sehr intensiv unter dem Eindruck. Ich stand im Krankenhaus lange Zeit unter dem Eindruck dieses intensiven Erlebnisses. Aber ich traute mich nicht, es den Ärzten oder Krankenschwestern zu erzählen. Ich dachte, sie würden es nicht verstehen und hielten mich vielleicht für verrückt. Es war mir auch zu kostbar, um es irgendwelchen Leuten zu erzählen. Ich habe nie an seiner Wirklichkeit gezweifelt, aber ich hatte einfach das Gefühl, die anderen könnten es nicht verstehen. Ich habe eigentlich nie darüber erzählt. Ich habe mit meinem Mann mal darüber gesprochen, aber er konnte sich das nicht vorstellen. Ich habe es eigentlich im Grunde genommen selbst verarbeitet im Lauf meines Lebens. Ich habe ganz kurz meinem Vater am nächsten Tag erzählt, dass ich etwas erlebt habe und also jenseitige Wesen gesehen und gehört habe. Und er hat nur gesagt, um Gottes Willen, schweig und sag nie wieder was. Und das Interessante ist, dass man mir auch im Grunde gesagt hat, es ist besser, du schweigst. Mima ist sehr verstört gewesen. Mein Mann war sehr durcheinander. Später, als es mir besser ging, habe ich mehrmals versucht, es ihm begreiflich zu machen. Aber er konnte es nicht annehmen. Ich habe lange Zeit versucht, ihm das klar zu machen, aber er hätte es nicht können annehmen. Ich weiß nicht, ob die Menschen bereit sind, dieses Erleben überhaupt aufzunehmen und zu verstehen. Das war vielleicht der Grund, warum ich nie darüber gesprochen habe. Dass ich es so frei erzählt habe, ich habe es erst Jahre später anderen erzählt. Erst als ich zu meiner großen Verwunderung gelesen hatte, dass andere dasselbe erlebt hatten wie ich. Das war für mich wie eine Befreiung, dass man mich nicht für verrückt halten würde, wenn ich es erzählte, sondern dass es eine menschliche Erfahrung war, die andere in einer ähnlichen Situation auch gemacht hatten. Seither empfinde ich weniger Hemmungen, darüber zu reden. Vielleicht doch nicht für einen Spinner, wenn ich das jemandem erzähle, sondern dann ist das eine allgemein menschliche Erfahrung, wo sehr viel in einer ähnlichen Situation ähnlich erlebend. Und seither habe ich auch weniger Hemmungen, darüber zu reden. Das Licht ist von einer ganz anderen Welt gekommen. Das Licht kam aus einer vollkommen anderen Welt. Für mich war es der Inbegriff von allem. Von Geborgenheit, von Liebe, von Güte und Kreativität. Ich würde es als Gott deuten oder als Abglanz von Gott oder als Phänomen Gott. Ich deute das ganz klar als
Ich deute es ganz klar als göttliche Energie. Unsere eigene göttliche Energie. Für mich war das ein göttliches Licht. Das ist nicht zu beschreiben. Das ist auf der Erde nicht, auf der Erde ist mit nichts vergleichbar. Ich bin überzeugt, dass, sagen Sie auch viele, ich bin überzeugt davon, dass Christus noch einmal kommen wird. Im Sinne einer Vereinigung aller Religionen, von denen eine jede ihren Wert hat, zu einem kosmischen Glauben, in dem jeder Mensch verantwortungsbewusst leben wird. Wo jedes selber verantwortungsbewusster lebt. Das ist meine Auffassung. Wer so etwas erlebt hat, der kann gar nicht letztlich anders als die Religion im Sinne des wahren, der Bedeutung des Wortes nehmen, nämlich die Rückbindung. Also hat nichts mit Kirche zu tun, überhaupt nichts. Das sind menschliche Institutionen mit sehr, sehr vielen Vor- und Nachteilen. Aber die wahre Religion, nämlich die Frage, woher komme ich, was soll ich eigentlich hier und wo gehe ich wieder hin? Ja, da kann man ja gar nicht mehr anders. Also wenn man das einmal erlebt hat, dann muss man immer weitergehen und immer weiter fragen. Seit dem Erlebnis ist es für mich, seit diesem Erlebnis ist es für mich eine selbstverständliche Annahme, dass das Leben mit dem Tod nicht zu Ende ist, sondern auf einer anderen Ebene weitergeht. Viel glücklicher als im jetzigen Leben, mit mehr geistigen und gefühlsmäßigen Möglichkeiten. Mit viel mehr geistigen und gefühlsmäßigen Möglichkeiten. Mein Teil, der lebt. Mein Teil, der lebt, der schon immer gelebt hat und wahrscheinlich auch weiterhin leben wird, wird weiterleben. Ich werde einzig den Körper abgeben. Der Körper wird sterben. Er ist es, der alt wird oder krank, so krank, dass er stirbt. Man sagt ja auch, der Körper gibt den Geist auf. Der Geist lebt weiter. Der Körper sagt ja in der Umgangssprache, der Körper gibt den Geist auf. Der Geist lebt weiter. Ich bin überzeugt, dass wir manchmal gelebt haben. Und dass ich bin überzeugt, dass wir mehrmals gelebt haben und dass unser derzeitiges Leben auf der Basis von früheren Leben beruht, dass wir auf der Erde sind, um etwas zu lernen. Weiterzumachen. Nach dem Tod, würde ich sagen, lebt der Geist, Körper, Seele. Der Mensch besteht aus Körper, Seele und Geist. Der Körper löst sich auf. Geist und Seele sind ja Energien und sind gegenwärtig. Und sind irgendwo im Raum. Sie brauchen ja praktisch keinen Raum. Es ist ja Energie. Und irgendwann wird man wieder inkarnieren. Absolut sicher. Es ist eine Sicherheit, die ist für mich wirklich genauso sicher wie alles, was ich hier auf der Erde anfasse. Dass das Prozesse sind, genau wie Tag und Nacht und Schlafen und wieder ein neuer Tag. Es ist wirklich im Grunde eine ewige Wiederholung, die wir offensichtlich so lange brauchen, weil wir nicht wach genug sind, nicht bewusst genug sind oder es nicht genügend hier lernen. Also ich gehe davon aus, wir leben als Seele, als Geist immer. Ich gehe davon aus, dass wir als Geist ewig leben. Wir kommen in einem Körper auf die Erde, sterben und gehen wieder. Wir kehren zum Ursprung zurück, ins Licht, zu Gott, in den Himmel und erhalten dort unsere neue Aufgabe für die Erde. Um wieder neu geboren zu werden, braucht es diesen Kreislauf. Job auf der Erde, wenn wir wiederkommen. Also es braucht den Kreislauf zurückzugehen, um wieder neu geboren zu werden. Ich glaube nicht, dass ich schon mal auf der Erde war, bin in einem anderen Leben. Ich glaube nicht, dass ich in einem anderen Leben bereits einmal auf der Erde war. Ich finde es grausam, wenn ich nach dem Tod, wenn ich wirklich alles hinter mir hätte und ich mich in diesem Glück befinde, wenn ich dann noch einmal zurückkommen müsste in dieses beschränkte irdische Leben, das verglichen mit dem, was nachher kommt, so matt und dumpf ist. Ich sehe dies als Strafe an. Ich würde das als Strafe anschauen. Dass das Erlebnis in mir sozusagen paranormale Fähigkeiten. Ich kann nicht sagen, ob dieses Erlebnis paranormale Fähigkeiten in mir geweckt hat, aber es hat vielleicht zu einer verstärkten Intuitionsgabe geführt. Ich kann mich seither besser in andere hineinfühlen und kann manchmal buchstäblich fühlen, was sie gerade denken. Ich hatte auch schon Ahnungen, die auch tatsächlich eingetroffen sind. Was sie jetzt gerade denken. Und hin und wieder hatte ich schon auch Ahnungen gehabt, wo dann wirklich genau so eingetroffen sind. Ich habe immer wieder Begegnungen mit sogenannten Verstorbenen, sogenannten Verlorenen. Ich habe immer wieder Begegnungen mit sogenannten Verstorbenen oder verlorenen Seelen.
Zum Teil treffe ich sie, weil ich sie rufe und mich darauf vorbereite, mit ihnen zu kommunizieren. Aber hin und wieder kommt ein solches Wesen auch unaufgefordert zu mir. Ab und zu kommt auch jemand oder so ein Wesen zu mir. Also ein Beispiel. Ich habe einmal ein Telefon mit meinem Bruder. Ich erzählte meinem Bruder einmal am Telefon, ich hätte geträumt, bei unseren Eltern sei eingebrochen worden. Am nächsten Tag rief er mich an und sagte, bei unseren Eltern sei tatsächlich eingebrochen worden. Es war das einzige Mal in ihrem ganzen Leben, dass bei ihnen eingebrochen wurde. Das einzige Mal, dass ihnen je eingebrochen worden ist vom ganzen Leben. Zum Beispiel konkret eine längere Beziehung, die länger angedauert hat, war mit meinem Grossvater. Eine Beziehung hat besonders lange gedauert, jene zu meinem Großvater. Er war jeweils plötzlich da und hat sich in mein Leben eingemischt und mir Tipps gegeben und mich an den unmöglichsten Orten angesprochen. Mir Tipps gegeben hat und mich angesprochen an den unmöglichsten Ort. Ich sah meinen Vater vor meinem Bett stehen und Abschied nehmen. Und da ich wusste, mein Mann würde mir das wahrscheinlich nicht glauben können, wenn ich ihm das am nächsten Tag erzählen würde, habe ich ihn geweckt und habe ihm das erzählt, dass mein Vater mit einem langen weißen Gewand vor meinem Bett stand und sich von mir verabschiedet hat. Und am Morgen wurde dann angerufen, dass er um diese Zeit gestorben ist. Also ich erzähle euch am besten eine Situation im Büro. Einmal hat er mir zum Beispiel im Büro auf die Schulter getippt. Ich blickte mich um, sah meinen Großvater und sagte zu ihm, stör mich nicht, ich bin am Arbeiten. Ich befand mich in einem Großraumbüro. Mein Arbeitskollege schaute mich verwundert an. Und da wurde mir klar, dass er ihn nicht sehen konnte. Ich befand mich in einer unangenehmen Situation und habe dies meinem Großvater auch gesagt. Ich fand es überhaupt nicht lustig. Ich habe eine gewisse Fähigkeit erreicht, um Dinge sehen zu können, besonders bei Patienten oder wenn ich mich darauf konzentriere, bei Menschen, die ich beraten darf, um zu erkennen, in welche Richtung ihr Leben geht, beziehungsweise was sie lernen sollen, wo ich mithelfen darf, was ich ihnen sagen kann. Ich habe sehr oft Fähigkeiten, auch schon einen Tod von Menschen vorauszusehen, aber ich werde es und sage es auch niemals und habe es bisher auch noch niemals gesagt. Insofern, wenn ich so etwas sehe, ich schweige total. In den traditionellen Vorstellungen vom Tod schwingt häufig Angst mit. Am Ende meines Sterbens sind mir all diese Bilder wieder eingefallen. Und auch alles, was ich über den Tod gelesen und gehört hatte. Und ich musste lächeln, weil ich sah, dass es in Wirklichkeit ganz anders war. Es ist nichts, wovor man sich fürchten müsste. Es ist in Wirklichkeit ja ganz anders. Es hat nichts mit Angst zu tun. Künstler oder überhaupt allgemein, die Menschen haben ja in der Regel Angst vorm Tod und übertragen das in ihrer Kunst wahrscheinlich auf für sie schreckliches Erlebnis, sterben zu müssen. Also die sie in der Kunst darstellen, haben es sicher nicht erlebt. Diejenigen, die den Tod in der Kunst darstellen, haben ihn mit Gewissheit nicht erlebt. Es handelt sich ja in der Mehrzahl um religiöse Bilder, konkret um katholische Bilder. Und in den meisten dieser Bilder wird der Tod als etwas Böses dargestellt. Man könnte in die Hölle kommen und benutzt den Tod als Erziehungsmittel für dieses Leben. Es geht auch darum, man könnte ja schließlich in die Hölle kommen. Ganz eine gefährliche Angelegenheit. Also, dass der Tod auch als Mittel gebraucht wird, als Erziehungsmittel fast, für das Leben. Es ist natürlich auch eine Möglichkeit, Menschen... Es bietet natürlich auch die Möglichkeit, die Menschen durch Angst im Zaum zu halten, um sie dorthin zu bringen, wo man sie haben möchte, indem man ihnen Angst vor dem Tod macht. Ich denke nicht, dass man bewusst manipulieren will, aber es gab Zeiten, in denen der Tod mit Gericht, Angst und Bestrafung oder Belohnung mit Wertungen in Zusammenhang gebracht wurde. Diese Eigenschaft haben fast alle Religionen. Mit Wertungen in Zusammenhang gebracht hat. Das ist vielleicht die Eigenschaft von fast allen Religionen. Das Erlebnis ist so intensiv. Das Erlebnis ist so intensiv und verweist einen so stark auf eine andere Dimension, auf eine geistvolle, liebevolle Dimension, die man nie mehr vergisst. Dass man die nie mehr vergisst.
schlagartig während dem Nahtoderlebnis sind sich alle religiösen. Nach diesem Nahtoderlebnis haben sich schlagartig alle religiösen, philosophischen, ethischen Fragen gelöst. Ich wurde von diesem Augenblick an ein anderer Mensch. Ich begann viele Probleme anders zu behandeln und anders zu verarbeiten. Viele Probleme habe ich ganz anders angegangen, habe sie anders verarbeitet. Also der Alltag ist für mich in jeder kleinen Symbolik wichtig geworden. Das heißt, ich bemühe mich, ich bin natürlich noch lange nicht perfekt, aber ich bemühe mich, alles, was mir geschieht, aber wirklich jede Kleinigkeit, mir bewusst zu machen und auch die Symbolik zu überlegen, warum geschieht mir gerade das jetzt, was soll ich heute lernen, was darf ich sogar daraus lernen. Und dadurch bin ich also sicherlich ein absolut anderer Mensch geworden. Durch das Erlebnis hat sich meine Perspektive... Durch dieses Erlebnis hat sich meine Perspektive nicht nur verdoppelt, sondern vervielfacht. Ich nehme seither viel mehr wahr und bin offener als jemand, der es nicht erlebt hat. Ich habe mich als Mensch geändert. In meiner ganzen Art habe ich mich geändert. Ich habe mir Verständnis bekommen für andere Menschen. Ich habe plötzlich ein Sensorium überkommen. Ich bekam auf einmal ein Sensorium für all die schönen Dinge, die uns im täglichen Leben umgeben und die man im normalen Leben häufig übersieht. Das, was ich spüre. Ich spüre, dass ein Verantwortungsbewusstsein geblieben ist, mir gegenüber, dem Leben gegenüber und den Menschen gegenüber. Und dieses Gefühl der Liebe, das ich gespürt hatte, ist geblieben. Der Liebe, die ich vorher gesagt habe, die man gespürt hat, das ist geblieben. Die wichtigsten Dinge sind eigentlich loslassen können von vielem, was das Materielle ausmacht, was so wichtig war vorher. Und es nur als eine Gabe ansehen, die einem gegeben wurde für die Dauer des Lebens. Ich sage immer, es ist alles nur geliehen. Man muss alles wieder zurückgeben, wenn man geht. Es gehört einem nicht. Ich glaube, meine Ansprüche an mich haben sich verändert. Meine Ansprüche an mich haben sich geändert. Der Anspruch an mich, mir gegenüber integer zu sein. Mir gegenüber integer zu sein. Für mich war es auf jeden Fall eine totale Wende und ich habe gesagt, ich muss diese Erfahrung, die ich habe, nutzen, einfach auch um Menschen zu helfen, weil die meisten Menschen einfach zu wenig darüber nachdenken und auch Angst haben. Es geht um Toleranz. Es geht um Toleranz und darum, die anderen Menschen nicht an ihrer Entfaltung zu hindern und auch sich selbst zu entfalten, allen Raum zu lassen. Jeder sollte in seinem Alltag mit seinen Fähigkeiten nichts anderes tun, als sie einzusetzen, um den anderen Menschen, also uns gegenseitig zu helfen. Das Bewusstsein, dass wir unser Leben bis zum Schluss Das Bewusstsein, dass wir unser Leben bis zum Ende selber leben müssen und nichts tun dürfen, um es zu verkürzen, wie beispielsweise Selbstmord zu begehen, ist mir sehr stark geblieben. Ich nehme den Tag, wie er kommt, und mache mir keine Gedanken darüber, ob der Tod bald oder noch lange nicht kommen wird. Ich spüre, dass es so, wie es ist, richtig ist. Ich mache mir gar keine Sorgen darum, ob das bald oder Sport ist. Ich habe einfach das Gefühl, dass so, wie es ist, ist es recht. Eine Nahtodeserfahrung ist naturwissenschaftlich nicht fassbar. Nahtodeserfahrungen sind naturwissenschaftlich nicht fassbar. Es ist eine subjektive, innere Erfahrung und ein Erlebnis, das man erzählen, aber nicht messen kann. Ich denke, dass sich naturwissenschaftlich geschulte Menschen davor scheuen, sich auf einem Gebiet zu exponieren, das sich mit traditionellen Messmethoden nicht beweisen lässt. Vielleicht wirkt es auch zu verrückt und unglaubwürdig. Es wirkt vielleicht auch das Ganze leicht verrückt, ich weiß es nicht, oder unglaubwürdig oder wie immer, aber es ist von außen her nicht messbar. Das war für mich auch schon während des Medizinstudiums eine sehr wichtige Erfahrung, dass man darüber anscheinend überhaupt nicht nachdenkt. Ich bin sicher, weil man einfach diese Welt nicht theoretisch erklären kann, das muss man erleben. Und natürlich auch die ganz persönliche Angst. Ich habe immer gesagt, dass in der Ausbildung der Ärzte eigentlich das fehlt, nämlich die Ausbildung, wenn man so will, zu einem Priesterarzt. Das heißt also, dass die Menschen lernen oder diese jungen Menschen lernen sollten zu meditieren und so weiter. Und ich habe ja später 10 Jahre an der Uni Frankfurt Allgemeinmedizin unterrichtet und habe versucht, gerade während dieser Zeit den jungen Medizinstudenten zu sagen, es gibt noch mehr. Und ihr solltet auch ein bisschen mehr an eurer eigenen Persönlichkeit arbeiten und nicht nur irgendetwas auswendig lernen. Vielleicht haben Ärzte auch
Vielleicht empfinden Ärzte von Natur aus eine Abscheu gegenüber dem Tod und versuchen, ihn zu verdrängen. Ihre Arbeit besteht darin, den Tod zu besiegen. Sie möchten das Leben erhalten. Ein am Ende triumphierender Tod zeigt den Ärzten, dass auch sie nicht alles können. Daraus entsteht vielleicht unbewusst ein Abwehrreflex gegenüber diesem Thema. Mein Verhältnis zum Tod, das ist vollkommen natürlich. Wenn der Tod kommt, das ist für mich eine andere Daseinsform, die man annehmen muss oder auch gern annimmt. Ich nehme sie gern an. Ich habe absolut keine Angst vor dem Tod. Ich habe keine Angst vor dem Tod, in welcher Form er auch kommen mag. Ich fürchte mich nicht mehr vor dem Sterben. Im Gegenteil. Ich sehe ihn als Erlösung, als ein Weitermachen und eine Gnade. Ich kenne mehr. Im Gegenteil, ich sehe das als Erlösung, als ein Weitermachen, als eine Gnade. Ich habe nicht einmal Angst vor dem Sterben. Also vor dem Tod. Ich fürchte mich nicht vor dem Sterben, vor dem Tod sowieso nicht. Aber auch vor dem Sterben nicht. Ich weiß, dass ich den Körper, wenn die Zeit gekommen ist, verlassen werde. Es ist ein absolut natürlicher Prozess, der weder schmerzhaft ist, noch mit Trauer verbunden ist. Es ist sehr angenehm. Schmerzhaft noch mit Trauer oder irgend sowas verbunden ist, es ist sehr angenehm. Ich freue mich aufs Sterben. Ich freue mich auf das Sterben. Ich hatte mich lange nach diesem Zustand gesehnt. Mit der Zeit wurde die Sehnsucht etwas schwächer, war nicht mehr so intensiv. Der Gedanke daran, irgendwann zu sterben, ängstigt mich nicht. Ich freue mich auf den Tod. Aber ich möchte nicht herbeibeschwören. Ich lebe gern. Seit jenem Erlebnis hat mein Leben an Qualität gewonnen. Ich lebe auch sehr gern, weil ich habe das Gefühl, dass auch mein Leben eine Qualität gewonnen hat seit dem Erlebnis. Ich bin sicher, dass ich im Moment des Todes immer trotzdem noch Angst haben werde, weil soweit ich das heute sehe, ist das einfach daran gebunden an das materielle Dasein. Solange wir einen Körper haben, haben wir sozusagen ein Tier in uns, einen schwachen Teil, der einfach auf gar keinen Fall sterben möchte. Nein, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich finde es sogar wahrscheinlich auch schön, wenn es soweit ist, dass ich diesen Weg wieder mal gehen muss. Ich glaube, man erlebt den Tod so, wie ich glaube, man erlebt den Tod so, wie man gelebt hat. Wenn man sich angestrengt und das, was man erlebt hat und was einschneidend war, richtig verwertet hat, wird das Sterben schön sein. Da kann es nur gut sein. Ich glaube schon, das Wichtigste ist die Erkenntnis, dass es einfach jenseits dessen, was wir anfassen können, noch viel, viel, viel mehr gibt. Als die Wissenschaft vor allem uns sagt, als das die Kirchen uns sagen, als alle Philosophen sagen. Und für mich war die Erkenntnis, dass die Masse der Menschen, vor allem an die sogenannten Intellektuellen, dass sie Wissen gleich auswendig lernen nehmen. Und für mich war damals der wichtigste Punkt, was ich selber erfahre, nur das ist für mich Wissen. Ich kann es verstehen, wenn jemand Zweifel ich kann verstehen, dass die Leute an der Wirklichkeit solcher Erzählungen zweifeln. Ich würde es vielleicht auch, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte. Wenn ich das selber nicht erlebt hätte. Seit dieser Zeit habe ich nur noch intensiver gesucht und gefragt, selber gefragt und unglaublich viel gebetet, nach mehr Wissen, nach mehr Erfahrung. Ich komme gerne genug über. Ich kann nicht genug bekommen durch Lesen und Erfahrungen. Ich möchte alles kennenlernen, was es auf der Erde, im Weltall und wo auch immer gibt. Und ich habe eine starke geistige Neugier. Also eine geistige Neugier. Was ich einfach weiß, ist, dass ich weiß nur, dass ich seither anders denke als die anderen. Anders gedacht haben als andere. Und für mich ist das die Veränderung. Es war für mich die Veränderung meines Lebens, die immer noch vollkommen lebendig in mir ist. Ich bin ruhiger geworden und verständnisvoller und gehe mehr auf die Menschen ein. Musik
nach dem Tod kommt ein ungeheures Glück. Nach dem Tod kommt ein unbeschreibliches Glück. Und vielleicht auch weitere Entwicklungsmöglichkeiten. Was es ist, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Es reicht mir zu wissen, dass wir nachher in dieses Licht hineinfließen. Und dort höchstes Glück erfahren werden. Ich weiß, dass uns eine große Liebe empfangen wird. Alles Weitere wird sich in einer liebevollen Atmosphäre abspielen. Darauf vertraue ich. Aber wie diese Existenz aussehen wird, weiß ich nicht. Da habe ich Vertrauen, aber was genau, wie die Existenz wird sie, weiß ich auch nicht.